Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Wo ist denn der Ausgang? Ah, da ist der Ausgang. Ich würde sagen, wir suchen uns mal einen Händler und verkaufen das ganze Zeug mal, was wir auf Tasche haben. Du, sag mal, wo ist denn der nächste Händler? Nearest Store? North of here? Alles klar. Dann machen wir uns dahin auf den Weg. Wenn er da sein soll, finden wir den dann bestimmt. Ja, da ist er auch schon gleich. Nice, perfekt. Dann gehen wir da mal rein. It is a bit strange this time of year to get warmer weather, but new supplies of gear and armaments arrived at new merchandise with their warmth. You find a few useful items immediately. Hat er also neuere Gegenstände oder wie kann ich mir das vorstellen? So, moin. Erst einmal will ich hier was verkaufen. So, wo haben wir? Genau, hier Plattenhelm. 675 Gold. Ja. Dann wollen wir hier nochmal den Plattenhelm. 622. Geht klar, auf jeden Fall. Dann hier nochmal. 810. Wir sind auch schon wieder fast bei 30.000. Das ist geil. Fortbau. Hier Mark. 271, ja. Dann hier nochmal Mark. 384. So, dann Crystal. 1265. Nice. So, Spracers. Nice. Boah, 3525. Beste, ey. Nochmal Braces. 1556 meine ich. So, dann haben wir hier noch Bracelet. Ah, 234, okay. Ist nicht so viel wert wie die anderen. Wäre wieder 1031. Hier noch 1031. Noch ein Bracelet. 1031. Und nochmal 1031. Die Dinger lohnen sich deutlich mehr als das all der ganz andere Scheiß. Dann hier Belt. 2906. Belt haben wir aber jeden Mal. 2906 wieder. Guck mal, wir sind schon fast bei 50.000. Geil. 2906. Und nochmal 2906. Und hier wahrscheinlich wieder 2906. Ja. Wusste ich doch. Dann haben wir hier noch ein Tor. So. Ja. Ebony Tor, Amulett. 234, okay. Dann noch ein Amulett. Oh, 6656. Alter. Na, ja, der ist nichts wert, okay. Okay, der hat nichts, also wir haben nichts mehr zum Verkaufen. Mal gucken, ob der hier irgendwas Geiles hat. Nee, aber hier bestimmt. Hä? Vielleicht Weapon? Nö, okay. Aber egal, wir können auch einen anderen nehmen, wo wir
unsere Sachen mal reparieren lassen können. Lass mal zuerst vielleicht zu dem Magier gehen und mal gucken, was der an Ebenerz-Gegenständen hat. Wir sind ja jetzt erstmal wieder gut Ware auf Tasche, gut Money auf Tasche. Das heißt, wir finden hier bestimmt irgendwas aus Ebenerz, was noch gut, womit wir uns gut ausrüsten können. So. Was hat er denn an Magic Items? Okay, der hat nichts aus Ebenerz. Warte, dann können wir nochmal schauen, wie viel Heiltränke haben wir noch? 66, also 34 brauchen wir. Um wieder auf 100 zu kriegen. So, bei Ocean Healing. So, 3, 4 und Enter. Ja, 1700 Gold, ja, geht klar. Was hat denn noch eigentlich an Potions? Vielleicht können wir da irgendwas noch gebrauchen. Levitation, Resist Poison, Free Action, Cure Poison, Invisibility. Perfection, was heißt da? Egal. Der hat aber nichts aus Ebenerz. Er hat leider nichts aus Ebenerz. So, dann suchen wir mal eine Taverne. Nearest Inn. Just a moment and I'll show you right on your map. How close you are. Okay. Schauen wir mal. Lucky Jack, das müsste dann die Taverne sein. So, wenn das die Taverne ist, suchen wir mal, genau, dann gehen wir hier nochmal rein. Und machen hier einmal unsere komplette Ausrüstung zum Reparieren. Ja. Ne, noch einen Block hinzufügen. 3 Gold, ja. Repair, Headdrop, Kattenküras, ja. Ja. Ah, okay. Markieren wir das hier, dass der meine Waffen hat. Meine Waffen. So. Dann suchen wir mal noch einen. Gleich da vorne haben wir den nächsten. Wo ist denn der Eingang? Hier ist der Eingang. Dann macht er den ganzen anderen Rest. So, Repair. Ja. So, Shortbow brauchen wir nicht. Dimension Bracelet. Ah, Bracelet braucht nicht repariert werden. Ich glaube, das kennen wir sogar schon. Belt vielleicht? Okay. Repair. Bock. Der braucht auch nicht. Das vielleicht? Ah, okay. Und sonst noch irgendwas? Ansonsten komm,
Okay. Dann ist hier der ganze andere Rest. Dann werden wir das hier auch nochmal markieren. So. Hier. Hallo. Da. Meine Waffen. Und dann gehen wir jetzt nochmal zur Taverne und pennen da 10 Tage durch. Before you reach the bar, a very influential figure called Old Jitten signals to you and speaks in a conspirational whisper. You are precisely the sort of nods I've been looking for to escort my uncle Alec Oranson to Haunted Wolf. I know it's probably out of your way, but if you can get him there by Midas 9th of Sunstead, you'll at least be 300 gold richer. Ah, brauchen wir nicht. Really? You won't help me? Then do you do me a favor? Don't let anyone know what I talk to you about. Goodbye. Jo. Wir wollen aber ein Einzelzimmer. 10 Tage. Ja, 100 Gold, akzeptiere ich. Ja. Und dann pennen wir einfach mal 240 Stunden durch. I would congratulate you on retrieving the second piece of the Staff of Chaos. But dire fortunes have I seen. The third piece of the staff lies somewhere in the Elven Grove. Ancient home of the Elves. The Elven Grove is said to be the birthplace of the sacred first tree, that which gave life to all the forests on the continent of Tamriel. Its location has been a closely guarded secret, so guarded in fact that many believe that even the elves have forgotten its true location. Considering that there are only 3 provinces that hold any of the elven people, your search should not be too difficult. Find the Elven Grove and recover the third piece of the staff. I wish you well on your quest. Okay, Elven Grove ist ein Land von den Elfen, das wir wiederfinden müssen oder hin müssen. Und wenn wir gleich mal auf die Map gucken, gibt es ja nur 3 Länder, wo Elfen leben können, vorkommen können. Die sind ja einmal Morrowind, die dunkle Elfen, Somerset Isles, die Hochelfen, und Valenwood, die Waldelfen. So, sorry, ich habe gerade echt einen miesen Hustenanfall. Und ich glaube eher, dass das entweder Somerset oder Valenwood ist, im Süden. Und nicht Morrowind, weil ich glaube, die haben nichts in dieser Richtung an Text. Aber wir holen uns erstmal unsere Waffen wieder. Wo muss ich hin? Nach Norden, genau. Erstmal zu dem da. Ja, war doch hier, ja. Das war der hier, genau. Holen wir uns das mal zurück. So, Repair. Status. Ja. Repair. Status. Repair. Status. Nice. Und dann holen wir uns noch den Rest ab. Beziehungsweise hier. Den Text ändern wir jetzt von dem nochmal. So, dann bleibt das jetzt so.
Und hier war da, glaube ich, der andere. Andere Zeug von mir. So, du, sag mal. Wie weit bist du jetzt mit meinen Sachen? Auch schon fertig, nice. So, Status. Das hat dann nichts mehr hier. Mal gucken, was hat. Waren wir bei dem oder bei dem anderen? Er hatte hier ja nichts. Er hat auch nichts Ebenherziges. Ja, da können wir hier auch gehen. Und dann können wir eigentlich mal die Leute hier. Warte, da kam ja jemand. So. Können wir die mal nach Dingens hier fragen. Where is... Hier, Elden Grove. Isn't that just a legend? Okay. Es wird komplizierter. Keiner sagt mir, wo das ist. Where is... Elden Grove? I honestly have no idea. Try someone else. Maybe they can help. Okay. Moin, du kannst mir hoffentlich helfen, ne? Elden Grove? I hear that Elden Grove was actually somewhere in the wilderness of Wildwood. I don't want to mislead you, however, I'm really not very sure. So Leute, ihr wisst Bescheid. Es geht jetzt nach Wildwood. Also, was gibt's hier für Rentier? Former Keep, Ebon Row, Wulquastenwood, Stonefell, Sylvana, Felinesti, Black Park, Emperor's Run, Curry Salimor, Glenpoint, Longleve, Midoran, Moonmont, Carter Square, Lumpa March, Elden Root, Archon Command, Talion Heights, Greenheart, Marbrook Field, Longhaven, Wulanehaven, Woodhearth, Stone Square, Boston Brookbook, Greenhall, South Point, Eaglewall, Heimdall City, Haven, Palmer Spring. Ich glaube Elden Root, also Eldenwoods oder so heißt das ja, ist ja die Hauptstadt, zumindest in Elder Scrolls Online. Wie sagen, wir gehen dahin. The City State of Elden Root in Wildwood Province. The date is Freda's 18th of Sun's Dusk in the year 3rd Era 390. Based on the current weather, it will take 50 days to travel here. The total distance is 2160 kilometers. You should arrive by Tiras 18th of Morningstar in the year 3. Era 391. Wir sind schon in-game 2 Jahre dabei, den Stab des Chaos hier zusammenzutreiben. Wir haben 389 angefangen, 3. Era 389. Und wenn wir da ankommen, sind wir schon bei 3. Ära 391. Oha. 2 Jahre, oder wir beginnen schon das 2. Jahr dann in-game. Finde ich schon krass, dass wir jetzt schon im 2. Jahr sind. You have arrived the city state of Elden Root in Wildwood Province. The date is Midas 9th of Morningstar in the year 3. Ära 391. It took 50 days to reach your goal. You enter Elden Root Wood, Elven City near the center of Wildwood. The elves here seem friendly and you are hailed and welcome. You overhear that the city state's commerce is going well. Oh, und wir sind, ich hab da was vergessen. Muss die Dinger wieder ausrüsten. So. Dann noch den. Nein. Hotbau ziehen wir nicht an. Irgendwas fehlt noch, glaube ich. Death Pieces haben wir 2 Stück schon. Habe ich alles an? Ich habe alles an. War es wirklich so wenig oder habe ich irgendwas verkauft, was ich hätte behalten sollen?
glaube ich hoffe, ich habe nichts verkauft, was ich hätte behalten sollen. Und ich glaube, wir waren hier eigentlich bei 22 und da bei 17. Ich habe alles an. Ich glaube, ich habe irgendwo Mist gebaut. So, wie spät haben wir es überhaupt? 12.51 Uhr in der Nacht. Das heißt, wir müssen jetzt eben ganz schnell irgendwo eine Taverne finden. Wann sieht's nach Taverne aus? You have survived the test's most dire. Continue along this path, however, and you will face such things as to make your very heart freeze. I will save you the ordeal for my servants approach you even now from your mangled corpse. I will take what is mine. Okay. Oh, wieder ein Troll. Oh, geh drauf! Der hat nur einen Stab. Bleib tot! So, da ist eine Taverne. Schnell rein. So, ja. Laughing Eagle, nice. So, moin! Ja, wir wollen hier gerne ein Zimmer haben. Ja, Single. Ein Tag würde reichen. Ja. So, und dann... Nein, das war das Falsche, das hier. So, sagen wir mal 8 Stunden. Dann müsste jetzt schon früher morgen sein. Ja, morgen. Wo ist die Tür da? So, dann wo ist denn der Ausgang? Da hinten, glaube ich. Ja, perfekt. Und da geht's raus. So, dann fragen wir dich hier mal, ob die wissen, wo Elden Grove ist. Elden Grove, I thought it was just a legend. There are many who think that the queen of the city knows the real location and guards that knowledge. Also müssten wir die Queen hier mal nachfragen. Aber ich habe eine Idee. Wir fragen erstmal, wo ist Magiergilde? I'm just sure it's east of here. Okay. Also erstmal in diese Richtung. Die Magiergilde brauchen wir ja auf jeden Fall, weil ich will hier auch ein bisschen mehr Ebenerzdinger haben. So, du sag mal. Magiergilde, wo haben wir die? It's very near. Little Mr. says reach for your map. Ah, perfekt. Bester Mann. So. Ah, das da. Okay, das ist die Magiergilde. So. Dann... Du hast bestimmt was Magisches bei dir. Was Ebenerziges. So. Ja. Ah, Ebony Talk haben wir doch. Oder? Ebony Talk. Ebony Talk, den haben wir ja. Ah, schade. Schade. Gibt's hier noch einen Magier? Hat der vielleicht was anderes? Bei und Magic Item. Der hat genau dasselbe. Schade, schade. Wäre auch zu schön gewesen. Dann würde ich sagen, wir suchen mal, wo der Palast ist. Ich glaube, dass da im Norden. Jede wahrscheinlich, also jede Wette ist genau das da oben im Norden.
Ja, lass sie danach aus. Und the audience chamber of Queen Ulandra is drier than the snowy streets of Eldenwood, but not any warmer. You rub your hands together and watch your breath come like smoke from a chimney. So, dann fragen wir mal die Königin hier, Ulandra, ob die schon mal was von Eldenwood gehört hat. You ask us for the location of the Elden Grove, birthplace of the sacred first tree. Such knowledge has a price. Over the past year we have seen our beautiful Valenwood change. Parts have become unsafe for travelers, others have turned dark and sinister, seeching the very of blood from the soil. Larian, greatest of our lore masters, found bodies of our people sucked dry of all fluid. They lay wasted, living dead that had no memories of their former existence. Sadly, they had to be destroyed. 10 of our rangers left to search through the Wildwood Forest, hoping for a clue to this mystery. 2 months later, their severed heads were delivered to us by an emissary of someone who calls herself Celine, a priestess of Chagra. Sollte es vielleicht irgendeine andere Version? Ne, Chagra, the God of Spiders. So. Ich dachte, das hat irgendwas mit Sheogorath zu tun, ja. He delivered to us an ultimatum surrender. Surrender, Valenwood, or die. We are not a fighting people and have no standing army. We prefer to dwell here amongst the trees and Mother Earth, rejoicing in the commune of the land. We cannot stand against Lean and her spider warriors. I fear an end to my people and our way of life. You seem to be a strong and formidable adventurer. I implore you put an end to her treat against us. I will inscribe on your map the location her emissary referent to Celine's web, site of our supposed surrender. Somewhere in 2 store corridors lies the one thing that can safeguard us from her greed. Somewhere in her fortress lies her heart. It is said to be a great jewel into which she has infused her life force. If you bring us this jewel, she would dare not attack us with her life in the balance. If you are successful, we will share with you the sacred knowledge of the Elden Grove. Will you help us? Natürlich helfen wir dabei. You are truly a compassionate soul. Now the Celine's web lies near the city of Eldenwood. I pray be careful. She is a powerful sorceress who consorts with the undead. I wish the luck on thy quest. Queen Ulandra inscribes the location of Celine's web into your map. Nice. Dann haben wir schon die nächste Richtung, also dann wissen wir wohin schon mal zur nächsten Hauptquest. Brauche ich jetzt ein bisschen viel lesen, vor allem ich kann nicht gut Englisch. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt eine kleine Aufnahmepause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.